Endlich ist es mal soweit. Wir können uns auch den deutschen Tier-8-Kreuzer Admiral Hipper ansehen, da ich ein Replay vom Silbernackus bekommen habe. Und Silbernackus ist schon ein Bekannter, den hat man, glaube ich, schon das ein oder andere Mal hier. Und Admiral Hipper ist natürlich was ganz Schönes. Ja, ich würde sagen, erstmal wird wieder ein bisschen gespult. Wir wissen ja am Anfang, da ist immer das Ganze erstmal etwas ruhiger. Aber wenn es dann losgeht, da wird es dann hier damage-reich und ich glaube, wir können uns auf etwas freuen. Ja, da die Kutusow ist schon offen, die ersten Granaten fliegen auch schon, aber die gehen erstmal noch ins Nirvana. Jetzt schauen wir mal, wie er der einheizen kann. Hier, sein Team geht schon gut auf die Punkte. C schaut gut aus. B machen sie auch die Zerstörer. Nur A ist so noch ein bisschen gefühlt in Gegnerhand. Kutuzov wird da schon deutlich langsamer von der Geschwindigkeit. Nebelt sich da jetzt auch ein, ist damit jetzt auch erstmal verschwunden. Aber die erste Zitadelle, die fliegt hier der Kutuzov schon um die Ohren. Und hier gleich die nächste Salve in Richtung des Gegners. Aber Kutuzov steht da und bleibt auch scheinbar stehen. Also von dem her, nee, es stimmt, er fährt ein Stück weit rückwärts. Die könnten super gut jetzt kommen. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Hits. Ja, sehr gut. Wieder eine Zitadelle. Ordentlicher Damage gleich. So soll's einfach sein. Da jetzt, wo er zuletzt gesehen war, einfach nochmal hinhalten in den Rauch rein. Aber in dem Fall leider kein Treffer mehr. Überall gerade Rauchschwaden über der Karte erschwert es natürlich deutlich, da ordentlich zu treffen. So, die Kutuzov mit ihren letzten 3000 Hitpoints, die sollte jetzt auch mal langsam zerstört werden. Und da ist sie jetzt auch weg. Das heißt, die macht keinen Unfug mehr. Jetzt geht's auf die New Orleans. Und auch hier wieder eine Zitadelle. Wieder ordentlicher Schaden. Ja, das hat der New Orleans definitiv ein paar Hitpoints gekostet. Und es wird nicht ruhiger für sie. Da kommen schon die nächsten Granaten an. Und wieder knapp 6000 Schaden. Ah, die gehen voll in die Insel. Das war optimistisch geschossen. Vielleicht noch auf die North Carolina. Da könnten noch ein paar einschlagen. Ja, nochmal drei Treffer. Ah, in Summe beziehungsweise 3000 Schaden. Das ist doch ganz in Ordnung. So, und jetzt vielleicht der letzte, ja, das letzte Lebenszeichen der New Orleans. Und in der Tat, da ist er zerstört. Das war schon der vierte Zitadellentreffer. Fleißig, fleißig. Ah, das war eher ein homöopathischer Schaden. Da kann definitiv noch mehr kommen. Er bleibt hier scheinbar aber auf AP. Man könnte hier auch schon fast Richtung HE überlegen zu schießen. Ist natürlich vom Winkel sehr gut mit AP. Allerdings, er hat natürlich auch ein Ziel mit der North Carolina, was nicht so einfach ist zu knacken. Ja, okay. Ich sag nichts mehr. 8000 Schaden, alles gut. Bleib bei AP bei dem Winkel. Hast vollkommen recht. Hast mich schön lügen gestraft. Wenn sie aber ein bisschen anschrägt, dann auf jeden Fall.
HE, da kann man ganz klar sagen, ist es dann die bessere Wahl. 16,5 Kilometer ist auch deutlich höhere Distanz. Jetzt ist übrigens genauso der Winkel, den ich meine. So würde ich definitiv auf HE dann wechseln. Fährt jetzt hier frontal von ihm davon. Bisher wird er auch kaum beachtet von den Gegnern. Das ist natürlich sein großes Glück allgemein. Und hier jetzt mit der Mutsuki, da einen Zerstörer, der immer näher kommt. Der ist natürlich sehr spannend. Da hat er jetzt auch auf HE gewechselt. Lediglich knapp 8 Kilometer entfernt. Bisschen zu hoch die ersten. Aber die Mutsuki kommt ja immer näher. Von dem her kann es nur besser werden. Mutsuki flüchtet da auch von dem anderen Zerstörer. Deswegen kommt er ihm natürlich hier perfekt entgegen. Und jetzt sollte er ihn mit dem nächsten eigentlich wegmachen. Ja. Und da ist er auch weg. Alles andere wäre jetzt überraschend gewesen. So, North Carolina. Ja, das eine Flugzeug ist jetzt auch mal weg. Ja, da die North Carolina kommt wieder deutlich näher, ist natürlich nicht so schnell und er fährt jetzt hier und weicht hier schön aus, hat er gut den Kurs korrigiert. Und bringt ihn jetzt hier auch zum Brennen, aber man sieht, löscht sofort, also von dem her beim nächsten Mal Brandschaden, da könnte es dann deutlich spannender werden. Kann natürlich jetzt nur in dem, bei der Fahrt mit seinen vorderen Kanonen arbeiten. Die hinteren können da leider nicht mithelfen. Und jetzt muss er aufpassen, natürlich so langsam die Distanz auch da, wo sich das Schlachtschiff sehr wohl fühlt gegen den Kreuzer. Da könnte auch mal ordentlicher Damage jetzt bei ihm reinkommen. Also das ist jetzt hier nicht zu unterschätzen. Bekommt hier hoffentlich und bald Unterstützung von der Tirpitz. Wobei die Tirpitz wahrscheinlich eher auf die Hipper geht, könnt ihr mir vorstellen. So wie der Schussverlauf sich verhält. Und erst wenn die Hipper weg ist, dann wird wahrscheinlich hier auch die Tirpitz auf die North Carolina gehen. Wieder zwei Zieltreffer, aber das ist halt alles nicht so wirklich viel. Das ist das Thema. Repariert sich auch gerade, beziehungsweise heilt gerade. Jetzt zündet er ihn wieder an. Das dürfte jetzt vielleicht ein bisschen längerer Brand sein. In der Mitte wird auch B geholt. Auch das ist wichtig, weil das Ticket-Verhältnis ist immer noch recht ähnlich. Durch die Zerstörung gerade eben hat sich das ein bisschen zugunsten seines Teams entwickelt. So, Tirpitz bekommt er jetzt Besuch von Torpedos und der Mutsuki. Unangenehm. Und man sieht, ja, die North Carolina, die hält hier einiges aus. Also bis die mal sinkt, das dauert in der Tat sehr, sehr lange. Jetzt will er hier der Tirpitz mit der Mutsuki so ein bisschen helfen. Deswegen schießt er da erstmal rüber. Sehr sinnvoll, da seinem Teammate zu helfen. Wobei ich denke, um die Tirpitz ist es so gut wie geschehen. Da glaube ich,
kann man ihm nicht mehr helfen. Und jetzt weiter wieder auf die North Carolina. Er holt natürlich Strecke auf. So, jetzt ist leider die Tirpitz hier weg. Die New Mexico versucht jetzt da noch ihres Zeichens da die Mozuki klar zu machen. Er aimt jetzt auch wieder hier drauf. Hat auch nicht mehr viel. Da braucht nur einer treffen und dann war es das auch. So, North Carolina dreht jetzt bei. Und das ist jetzt natürlich gar nicht so clever von der North Carolina. Damit wird die Distanz deutlich weniger. Und na klar macht er da jetzt Schaden. Aber wenn er zu nah rankommt, hat er natürlich wieder den Vorteil, dass er Torpedos am Start hat. Beziehungsweise könnte jetzt auch wieder auf AP wahrscheinlich umladen. Hier, so wie er jetzt mit der North Carolina fährt. Da bekommt er natürlich den Damage, aber wir sehen, die Distanz wird immer geringer und ich sehe da schon die Torpedos ihren Weg sich bahnen. Allerdings auch nur noch 15.000 Hitpoints. Da sind die Torpedos im Wasser. Man sieht auch, die North Carolina macht da hart Backbord, er ebenfalls, sodass er die einen Torpedos ins Wasser gebracht hat und jetzt kriegt er gleich die nächsten Torpedos. Und spätestens die werden treffen. Da bin ich mir recht gewiss. Also, das sieht man, das war jetzt kein guter Move der North Carolina, selbst wenn er jetzt hier noch ihn mit der Hipper wegbekommt. Aber damit konnte er ihm erst die Zerstörung so einfach ermöglichen, weil davor hat er kaum Hitpoints verloren. Also, kein guter Move dafür von der Hipper. Umso schöner, Silbernackus, so einen Kill sieht man sehr gerne. Und jetzt hier auf die gegnerische Hipper. Schön immer auf die Wasserlinie halten. Ich lese es immer wieder, dass die Leute nicht wissen, so wie treffe ich denn die Zitadelle? Eigentlich ist es sehr simpel. Versucht einfach bei den gegnerischen Schiffen immer schön die Mitte Wasserlinie zu treffen. Es ist natürlich von Schiff zu Schiff immer ein bisschen anders, aber ich sag mal so als Faustformel trifft man da schon am ehesten. Jetzt bekommt der Torpedos von links, trifft jetzt hier aber die Zitadelle erstmal von der Hipper. Und er ist hier schnell genug, kann hier entlang wegfahren. Und hat auch sich auch da das Großkaliber sichern können. Hipper erwidert jetzt das Feuer auf ihn. Und die nächsten Torpedos. Aber auch hier ist er schnell genug. Also da hat. Oh, oder. Ei, war das knapp. Wow, der war wirklich deutlich enger als erwartet. Also da war es gut, dass er bisschen nach Backbord gedreht ist, weil sonst wäre es da um ihn schon geschehen. Wieder die nächste Zitadelle. So, jetzt wird er deutlich langsamer, um es hier A, den Torpedos zu erschweren. Da sieht man, da kommen schon die nächsten. Und natürlich auch der Hipper. Brennt hier, muss sofort löschen, aber das ist kein Problem. Jetzt hier. Von den Hitpoints sind sie recht ähnlich, die beiden. Und jetzt vielleicht die nächsten Torpedos, die hier auf die Hippe einschlagen. Da muss nur einer treffen, aber da konnte er ausweichen. Jetzt brennt er wieder. Und jetzt. Nein, mach ihn doch weg. Jetzt brennt er sogar noch. Doppelbrennen und er wird rausgenommen und nimmt ihn noch mit. Ja, vier Kills, leider keine Krake entfesselt, aber, und das muss man ganz klar hervorheben, er hat in Summe in dieser Runde und das mit einem Tier 8 Kreuzer
161.000 Schaden gemacht. Ja, ich glaube, das ist sehr ordentlich, sehr löblich und hat ja sein Team damit einen großen und Bärendienst geleistet. Wir schauen uns das Gefecht nicht mehr bis zum Ende an, weil ich denke, das wird ansonsten ein bisschen zu aufwendig, weil ich kann hier nichts mehr steuern, sondern das wäre alles Silbernackus. Ist halt einfach der aktuelle schlechte Hintergrund der jetzigen Replay-Funktion, dass man das noch nicht so steuern kann, wie man will. Daher bedanke ich mich, hoffe, es hat euch gefallen. Ich darf euch aber verraten, es war ein Sieg. Das seht ihr auch noch an der Endauswertung. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.